Hallo und herzlich willkommen hier von der UbiE3, der Ubisoft-eigenen Pressekonferenz hier auf der E3. Wir haben heute natürlich eine Menge an Spielen gesehen, eine Menge neuer Reveals, eine Menge mehr Content für schon bestehende Spiele. Aber was für mich eigentlich eins der Highlights war, war Assassin's Creed Odyssey. Wurde im Vorfeld geleakt und ganz kurz angeteased, hier im großen Stil heute präsentiert. Und wie schon vermutet, wird es sich in einem Griechenland-Setting abspielen. Die Jungs und Mädels von Ubisoft sind in etwa seit 3 Jahren dran, diese riesige Open World zu bauen. Und man hat gesehen, im Vergleich zu Origins wird es ein vollwertiges RPG werden. Also sie gehen wirklich richtig volle Möhre jetzt in das RPG-Genre und verabschieden sich wirklich so ein bisschen von diesem ganzen Action-Adventure-Gedanken. Die wenigen Sachen, die wir gesehen haben, war vor allem die Welt. Das Griechenland, die verschiedenen Inseln, es war alles sehr, sehr, sehr beeindruckend, finde ich. Die ganzen verschiedenen Landschaften, das mediterrane Gewässer, ihr werdet an Land und zu Wasser kämpfen. Und das sehr Interessante, ihr werdet euch am Anfang des Spiels euren Charakter aussuchen können. Ihr könnt entweder natürlich einen männlichen Charakter oder einen weiblichen Charakter spielen. Der männliche Charakter heißt Alexios und die weibliche Charakterin heißt Cassandra. Das Ganze spielt um die Zeit rum des Peloponnesischen Krieges. Ich habe mir mal hier so locker 431 vor Christus aufgeschrieben, weil das die Zahl war, die im Gameplay angegeben war. Ich hoffe, das trifft jetzt ungefähr die Zeitepoche richtig. Ich finde es ganz spannend, dass ihr den Charakter, den ihr dann auswählt, so ein bisschen von Kindheit an begleiten werdet. Das war ja das Ding, was, finde ich, die Ezio-Trilogie so richtig und groß gemacht hat. Nämlich, dass man von Anfang an einen Bezug bekommen hat zu dem Hauptcharakter. Und das wird es jetzt auch wieder geben. Und wir haben gesehen, zu Beginn des Spiels bekommt man den Speer des Königs von Sparta. Ich muss ganz kurz gucken, wie er heißt. Achtung, den Leonidas-Speer. Oder so ähnlich. Ich persönlich habe von der Sage noch nie gehört. Andere kennen sich da vielleicht besser aus. Dieser Speer hat anscheinend magische Kräfte und verhilft uns so ein bisschen im Combat dann auch wirklich weiter. Apropos Combat, den haben sie auch ein wenig abgewandelt im Vergleich nochmal zu Origins. Was so ein RPG natürlich mit sich bringt, sind verschiedene Waffen, viel Loot, es gibt wieder viel zu looten, viele Rüstungsteile, alles irgendwie anpassbar, so wie ihr das möchtet. Aber, was mir auch aufgefallen ist, es gibt 8 verschiedene Waffenslots, hat man ganz kurz an der Seite gesehen. Das sind Fähigkeiten oder Attacken, die ihr erst freischalten müsst und dann quasi beliebig benutzen könnt, die aber dann wieder auch eine Aufladzeit haben. Also ihr könnt nicht die ganze Zeit mashen und draufkloppen, wie es euch beliebt, sondern ihr müsst das Cooldown abwarten und könnt dann natürlich nach Belieben wieder zuschlagen. Das ist das, was mir aufgefallen ist, neu am Combat. Ansonsten von Origins quasi gleich geblieben. Es gibt natürlich wieder verschiedene Level. Ihr levelt auf durch Erfahrungspunkte. Der Skilltree sieht im Vergleich zu Origins ein bisschen anders aus. Die haben das wieder ein bisschen mehr geordnet, in verschiedene Kategorien noch deutlicher eingeteilt. Wie gesagt, es geht alles immer mehr in die RPG-Richtung. Allgemein hat mich das ganze Ding sehr an Witcher 3 erinnert. Ihr habt jetzt nämlich auch Dialogoptionen. Das heißt, wir haben zum Beispiel einen Ausschnitt gesehen, in dem ihr euch mit Sokrates unterhaltet. Kennt der ein oder andere vielleicht auch noch aus dem Schulunterricht. Und da könntet ihr auswählen, wie ihr ihm antwortet und sogar, ob ihr ihn anlügen wollt oder nicht. Also das hat so ein bisschen Witcher-Vibes. Auch die Farbkraft, also das Gameplay sah sehr, sehr farbenfroh und kräftig aus. Das kam auch so ein bisschen meiner Meinung nach aus dieser Witcher-Richtung. Das sind auf jeden Fall Einflüsse, die für mich, für meine Begriffe nicht verkehrt sind. Immer von den Besten kopieren ist gar kein Problem. Finde ich eigentlich immer sehr vorteilhaft. Ja. Das war wahrscheinlich auch schon alles, was ich euch sagen kann. Ich gucke nochmal schön auf meinen schlauen Zettel. Nö. Das war alles, was ich euch zum jetzigen Zeitpunkt sagen kann zu Assassin's Creed Odyssey. Auf der Messe selbst habe ich natürlich einen Termin bei Ubisoft und werde mir das Ganze dann nochmal eigenhändig zu Gemüte führen. Ich hoffe, ihr seid dann auch dabei. Wenn euch dieses Video gefallen hat, bitte gerne liken, den Kanal abonnieren für mehr Infos von der E3 2018. Ich verabschiede mich jetzt hier und wir müssen auch schon weiter zur nächsten PK. Macht's gut.